Wir sind genau hier stehen geblieben. Und wir müssen ein paar Nebenaufgaben machen, Nebenquests. Wie gesagt, Aufträge. Ja. Unterrichtsstunde der Tierwesen. Urdkotzhelm, ist das auch richtig ausgesprochen? Ne, Professor Galix Aufgabe 2, Professor und Neuss Aufgabe. Na, wie gesagt, das muss ich alles abschließen. Das Problem ist, Pflanze und Ernte, Flussgras. Ich meine, das habe ich gemacht. Beschaff alle drei Kampfpflanzen, nutze sie gleichzeitig. Kampfpflanzen. Ich weiß nicht, also Kampfpflanzen. Alle drei. Okay, ich glaube, das sind die drei. Benutze sie gleichzeitig. Ja, kriegen wir hin. Das bedeutet, wir machen als erstes die Aufgabe. Mit diesem Auftrag machen wir weiter. Dann brauchen wir Pflanze und Ernte. Müssen wir trotzdem, ne? Zurück nach Hogwarts. Wie schön, Sie wiederzusehen. Ich muss aber nachschauen, ob wir. Ich weiß nicht, spiele ich das im White-Tracing-Modus? Ich meine, gestern kam ein Update von, oder eher gesagt ein Update für Hogwarts Legacy. Ich glaube, dann habe ich das umgestellt. Ja, Raytracing-Modus. Ja. Aber ich wollte gucken, ob das jetzt flüssiger läuft. Also, es hat sowieso schon sehr gut. Es läuft sowieso schon sehr, sehr, sehr perfekt. Ja. Aber ich habe gesagt, ja, gut, Sebastian, vielleicht haben die es jetzt. Ich weiß nicht, was sie gepatcht haben. Ich habe nicht nachgeschaut. Wir gehen kurz nochmal hier hin und holen uns Samen. Ich weiß nicht, ob ich diese Samen gekauft habe. Plus Gras. Was ich auch gelesen habe, eigentlich wollte ich mich ja nicht spoilern lassen, aber ich habe gelesen, wenn man von Merlins Aufträge beendet, bekommt man halt mehr Sachen für das Inventar. Ne? Also kann man mehr Inventar tragen. Ausrüstung und so alles, ja, wenn man alles findet, ja, das Ihre müssen wir auf jeden Sachen Fall sind bei mir angehen. sicher, bis sie verkauft werden. Dann müssen sie sich mit Geld begnügen. Dünger. Ich meine, Araune könnten wir auch kaufen. Mache ich auch jetzt. Ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf Ja, tätigt. Dünger kaufen wir. Aber da müsste ich ja alle sagen, gekauft. Wait, Meine warte Tür kurz. steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Auftrag aktualisiert, was? Hä? Warte. Sammle Trollpopel. Wirke die Pulse auf einen levitierten Gegner. Was meint Besiegung? Was meint. Wege auf dem Levitierten. Was meint Levitiert? Das Troll finden, besiegen muss, um die Aufgabe zu erledigen. Mein. Durch Aufgaben. Was meinen die damit? Wirkt der Pull so auf. Müssen wir einfach den Pull so einsetzen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wir können es ja einfach testen. So ein kleines Kind soll ein Trollvermögen Und währenddessen, wenn wir dies testen, könnten wir auch alle drei Pflanzen einsetzen. Deswegen warten wir jetzt erstmal. Eigentlich müssen wir nicht warten. Ich meine, wir könnten auch, glaube ich, so zu
Ja, ins verbotene, zum verbotenen Wald reisen? Man, ich glaube, das müsste auch klappen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, stimmt, ja. Hogsmeade kann man ja. Ja, Hogsmeade kann man ja. Beziehungsweise kann man, ja. Darf man ja den Besen nicht einsetzen. Auf geht's nach Hogsmeade. Jetzt aber. Ja, hier zum Beispiel eine Melins-Aufgabe. Aber ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Revelio. Irgendwas mit den Was hast du Steinen. diesmal für mich auf Lager? Wir könnten nachschauen. Aber das machen wir gleich. Das machen wir gleich erstmal. Suchen wir Gegner. Hier sind. Oh, guck mal. Ja, Wölfe. Sind nicht allzu viel. Ja, au! Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh ja. Oh ja. Das ist sehr gut. Wir sind auf einen levitierten Gegner. Was? Ich weiß nicht, was sie mit levitiert meinen, ne? Auf jeden Fall. Levitiert. Boah. Meinen die so? Auf jeden Fall, was ich machen werde. Okay. Ich weiß nicht, was sie mit meinen. Ne? Hey. Keine Ahnung. Wenn ich dies wüsste, ne? Revelio. Okay. Aber wir haben ja den anderen Auftrag erledigt. Oder fast. Ja, das schaue ich mich später nochmal an. Aber wir pflanzen und ernten erstmal Flussgras. Genau, Ausrüstung. Den Hut anwenden. Ausrüstung, was haben wir denn noch freigeschaltet? Schwarz-Weiß-Denken zeugt meiner Meinung nach nur von geringer Vorstellungskraft. Sagt, machen wir jetzt Merlins Aufgabe. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, Prüfung Merlins. Ich weiß nicht. Es hat irgendwas damit zu tun, ne? Ich habe keine Ahnung, was. Was müssen wir damit machen?
Müssen die irgendwie anheben und irgendwo hin platzieren? Revelio. Was wir hier haben. Oh. Mir die Eier. Bitte. Die buggen da rum, nice. Ich weiß nicht, was sie hiermit zu tun haben. Was müssen wir damit machen? Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, was ich machen werde. Nice. Okay. Sein können. Pulst auch nicht. Was müssen wir damit machen? Lumos. Keine Ahnung. Gut, ist auch egal. Ja, ist auch egal. Da würde ich sagen, gehen wir zurück nach Hogwarts. Ja, nicht nach Hogsmeade, nach Hogwarts. Ist das hier Unterricht, Tierwesen? Nein. Unterricht. Nein, Unterricht Verwandlung, ist es das? Nein. Zauber, Verteidigung. Gewächshaus. Da ist es. Okay. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Suchen. Falsche Topfgröße. Warte, dann gibt es noch eine Möglichkeit. Raum der Wünsche, ne? Verwandlungshof. Ist ja nicht Raum der Wünsche. Warte. Doch, keine Räume. Was ist das? Ja, Raum der Wünsche, ja. Müssen wir dort, glaube ich, pflanzen? Ich bin mir aber nicht sicher. Leer machen? Ne, hier auch. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen größeren Topf, ne? Zauber, Kräuterkunde. Warum ein kleiner Topf? Drei kleine Töpfe. Ah, okay. Groß. Warum müssen wir die jetzt kaufen? Ja, okay, wir müssen die jetzt mal kaufen.
Okay. Hätten wir direkt in Hogsmeade bleiben können, dann reisen wir nach Hogsmeade. Bist du das? Ja. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Hallo, kommen Sie rein. Hier, ich hoffe, wir haben so viel Geld. Tierwesenfutter. Schnelle Station. Groß. Ist das mittelgroß oder brauchen wir einen großen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ja, wir brauchen einen großen, ne? Zwei großen. Wenn, dann kaufen wir direkt zwei, ne? Drei mittelgroße. Zwei mittelgroße. Ja, ich kaufe den hier, komm. 3000, das ist schon krass. Ja, wenn das nicht, dann, wenn es nicht der Fall ist, wenn wir dich nicht brauchen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann zurück. Raum der Wünsche. Na. Ah. Ah, falsch. So. Das ist der falsche. Wenn das jetzt der falsche ist, ne? Oh, sehr gut. Das schaut sehr gut aus. Plus Gras. Nice. 15 mit was? Ja, gut, dann machen wir nebenbei. Ja, während das dann am Pflanzen ist. Wie gesagt, während das dauert, dann würde ich sagen, machen wir nebenbei. Ja, den Hauptauftrag, ne? Also Hauptstory. Da würde ich sagen, Alraune werden wir auch nebenbei pflanzen, wenn wir schon mal hier sind. Und ja, das dauert noch. Genau. Wir sagen, machen wir Unterricht, Stunde Tierwesen. Ja. Und... Was ist los? Warum liegt das hier so rum? Ihr gesagt, das Bild liegt. Ja, naja, gut, ist doch egal. Revelio. Waren wir dort schon drunter? Ich glaube, noch. Ich glaube, kommen wir da rein? Jo, ja, okay. Hallo, Homura. Wir müssen auf jeden Fall auch diese Figuren, Statuen einsammeln. Um Schloss zu knacken. Stufe 2 und 3. Hier passt irgendetwas nicht jetzt. Trank ist immer sehr gut. Hallo, Homura.
Nice. Was sonst hier nichts dran, ne? Okay. Naja. Schauen wir uns mal die Sammlung an. Ja, wir gehen jetzt einfach da schnell durch. Was habe ich hier? Ich kann auch Attribute anwenden, ne? Ich sehe. Talente. Maximaler Trank verleiht Angriffen. Zusätzlich erhöhten Schaden. Das ist auch eigentlich geil, ne? Ich glaube, das würde ich drauf packen. Da will ich sowieso kurz noch die Zauber ändern. Ja. Ja. Denn. Oder lasse ich das so? Ich glaube, das lasse ich jetzt mal so. Außer ich werde, doch, warte, ich würde was ändern. Und zwar werde ich, das habe ich, so, Feuer wegmachen. Warte. Wenn wir schon mal hier sind. Wir können doch jetzt auch in die Räume rein, ne? Stufe 1. Ja. Hallo, Homura. Hier geht's nach oben. Stufe 2. Dann ändern wir jetzt die Handschuhe. Zack.
Stufe 21, okay. Was haben wir dort? Wohin fliegst du? Wohin fliegst du? Fuck. Nach oben? Ne, nach hier. Nach unten. Hier. Ich dachte, deine Mutter wäre nett. Hier ist ein Schloss. Können wir hier rein? Alohomora. Falscher Zauber. Den habe ich auch nirgends. Ja. Wie ist so? Deswegen ist der Raum abgesperrt. Okay. Hier kann man auch durch, ne? Oder auch nicht. Hier gehen wir später rein. Gleich noch. Ich würde sagen, hier gehen wir gleich rein, nachdem wir beim Unterrichtsraum mit Tierwesen war. Würde ich sagen, gehen wir dort auch mal rein. Weil da war ich noch gar nicht drin in diesem Raum. Ne? Ich habe den aufgeschlossen. Ich habe gesehen, der ist richtig groß. Da unten ist richtig. Das ist krass. Das ist auch ein richtig großes. Da habe ich gesagt, nee, da gehst du später rein. Ja. Hier waren auch die Türen abgeschlossen, ne? Ja. Oh, falsch. Ey, wo bist du? Seite. Wo ist die Zen? Hat nicht gerade noch hier? Da. Ich glaube, das ist alles Stufe 2, ne? Revelio. Das kannst du, okay. Kommen wir auch später rein. Gut, dann würde ich sagen, starten wir das im Unterricht, ne?
Ihrerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Ja, ich sehe, ich kann doch denk einen an was Schönes. Ich mal so. Ich stell mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Wir müssen das zuweisen. Nee. Doch. Okay, wir müssen das zuweisen. Ja, dann machen wir das so. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Ja. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Okay. Ja, die habe ich schon gesehen. Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere okay, füttere und Kniesel, so wie du es eine Kniesel, getan hast. Bürste einen Kniesel. Oh, komm doch her. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Gerne, gerne, ja. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Ja, es hat mir Spaß gemacht. Wunderbar.
Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer vor Gericht bringen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Hey, oh je. Hier drüben. Na los. Oh je, das wird etwas. Kann ich was für dich tun, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orgiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur dastehen und zusehen. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Das klingt interessant. Aber auch etwas... besorgt, ja. Ich weiß nicht, was uns erwartet, ne? Ich bin nicht sicher. Worum geht es denn? Wart's ab. Ich verspreche dir, es ist nichts Schlimmes. Okay. Ich vertraue dir. Ich nehme einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Hat die gerade gesagt, wir sind der Erste oder die Erste? Das war ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Bleib zurück. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Ja. Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Okay, verbeugen. Dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Ich glaube, dass sie eine Wichtigtuerin ist. Wie ein Feini. Ja, wenn wir jetzt damit auch jetzt noch fliegen können, ne?
Vielleicht wäre es ja. Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Sie war genial. Ah, sie hat mich nicht nervös gemacht. Ne? Es war krass. Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen, aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Du hast recht. Es klingt, als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst ziemlich entschlossen. Sagst du mir Bescheid, wenn du etwas herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.